Herzlich willkommen zu Gears of War 5, das gar nicht so heißt, denn das heißt nur noch Gears 5, weil es cooler klingt. Und deshalb kündige ich auch meinen Kollegen Daniel Veit nicht mit Daniel Veit ein, sondern mit Daniel. Five. Hallo Daniel. Gears of War 5. Dass wir hier jetzt wieder bei... Jetzt schreit er mir wieder das Mikrofon voll. Ich habe ihn gerade versucht, ihn einzupegeln, diesen stimmgewaltigen Herrn am anderen Ende der Leitung. Und jetzt schreit er uns natürlich hier gleich auf die Spur. Entschuldigung, schön, dass wir wieder Gears spielen. Haben wir zusammen mal ein Gears gespielt? Nee, ich habe mit Michi Judgment gespielt und ihr habt das Vierer gespielt. Und die ersten drei haben wir, glaube ich, noch gar nicht aufgenommen. Nee, dabei wäre das Gears of War 1 in der Ultimate Edition fantastisch, das mal zu spielen. Tja. Leider nicht auf dem PC, weil es kaputt ist. Gears of War 2 auf der Xbox One X kannst du ja jetzt auch in 4K, sieht auch wieder dadurch super aus. Und vor allen Dingen Gears of War 3 sieht auf der Xbox One X dank dem 4K-Update oder auch selbst nur in 1080 fantastisch aus. Aber was auch fantastisch aussieht, ist Gears 5 und das spielen wir im Koop. Und wir hatten einen lustigen Versuch, das im Stream starten zu wollen, dieses Let's Play. Ist massiv nach hinten losgegangen, wegen uns und wegen Microsoft, weil alle Seiten haben Scheiße gebaut. Deshalb machen wir es jetzt besser und starten zu zweit hier die Kampagne. Ich setze eine neue Kampagne auf, einen neuen Speicherstand. Und Michi ist gerade im Urlaub. Mit ein bisschen Glück kommt er aber so zurück aus dem Urlaub, dass er nicht nur braun gebrannt ist von der Sonne, sondern auch in der Lage, noch einen kleinen fliegenden Roboter zu steuern, der hier rechts zu sehen ist und Dave heißt, der kann dann noch so mitkommen. Ich weiß nicht, was der dann macht, aber der kann auch mitkommen, oder? Ja, das ist so ein Deppen-Mode anscheinend. Der kann so ein bisschen unterstützen. Mehr nicht, aber es reicht ja auch. Ja, das reicht. So, wir hoffen, unser Sound-Setup ist jetzt nach etlichen Versuchen okay. Wir schauen nach der ersten Folge noch mal ein bisschen an ein paar Stellen rein. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Jawohl. Wir spielen jetzt einfach los, ne? Also dann, viel Spaß euch und ich wünsche uns auch mal viel Spaß. Aber ich glaube, es kommt von allein. So, der Countdown zählt runter zum Spaß mit Gears 5. Und keine Sorge, wenn ihr die Vorgänger nicht gespielt habt, es kommt nochmal zu einer Zusammenfassung von Gears 4 und nachher, ich würde sagen, in der zweiten Folge schauen wir uns, am Anfang der zweiten Folge schauen wir uns vielleicht auch, oder mal gucken wir irgendwann zwischendurch, es gibt noch ein Zusammenfassungsvideo von den Teilen 1 bis 3. Das wurde am Anfang hier nicht gezeigt. Das können wir uns aber auch nochmal zwischendurch anschauen. Ja. Falls ihr nicht mehr so richtig wisst, hä, was ist denn das jetzt eigentlich hier mit diesem ganzen Universum, was ist denn da alles so passiert in den ganzen Teilen? Finde ich übrigens vorbildlich gemacht. Also, dass das alles so schön nochmal aufgeschlüsselt wird vom Spiel, um die Leute reinzuholen. Finde ich gut. Ja, das kann man eigentlich von mehr Spielen erwarten. Ja. Überhaupt auch im Spiel so Story-Zusammenfassungen, aber jetzt halte ich mal die Klappe. Was bisher geschah? Früher haben wir Chorsiedlungen beschützt, jetzt überfallen wir eine. Non-Cons begehen halt Überfälle. Lieutenant? Sie waren fleißig. Unser Dorf hat seit Wochen keinen Strom. Wir brauchen diesen Fabrikator. Der verfluchte Fabrikator interessiert mich nicht. Sie entführen meine Leute. Was ist passiert? Die kurze Version. Kor ist auf dem Weg. Ihr habt versprochen, dass ihr den Fabrikator stehlt, ohne Jin zu provozieren. Das hat nichts mit dem Fabrikator zu tun. Was habt ihr getan? Jin beschuldigt uns, wir würden ihre Leute entführen. Was auch immer das bedeutet. Bringt den Fabrikator zum Kraftwerk und installiert den Wechselrichter. Du weißt, dass Jin zurückkommt, oder? Wir müssen hier weg, sofort. Mom! Kate, hör zu! Versteck dich und dann verschwinde! Mom! Hey, ihr wisst genauso gut wie ich, dass er uns helfen kann. Unser Dorf wurde angegriffen. Und meine Mutter wurde entführt. Entführt? Dad, du solltest dir das hier ansehen. Scheiße. Leute! Ich dachte, ihr lauft nicht vor der Chor davon. Ja, das entsprach nicht so ganz der Wahrheit. Wir müssen durch diese Festung zur verlassenen Osmiummine auf der anderen Seite. Weil die Chor da nach dem Krieg ein paar tausend Locust-Leichen verschüttet hat. Wenn euer Schwarm mit den Maden zu tun hat, finden wir es dort heraus. Ja.
Menschen und benutzen sie. Und wenn wir ihn nicht zurückholen können? Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Scheiße. Muss der Ort sein, wo diese Biester herkommen. Und wohin diese Häscher gehen? Mein Vater lebt und er ist da unten. Weg! James. In der Kapsel. Ich war in ihrem Netzwerk. Dieser ganze verdammte Schwarm. Hier ist alles verbunden. Die Locusts sind nicht tot, James. Kate, deine Mutter, sie lebt. Wo ist sie? Sie wird nicht wie die anderen behandelt. Keine Kapsel. Wenn ihr mich befreit, sterbe ich. Schon okay. Sie wollte, dass du sie bekommst. Die gehörte meiner Großmutter. Hab sie nie kennengelernt. Ja, das war die Zusammenfassung. Der Ton von diesen vorgerenderten Videos ist ein bisschen leiser als die Abmischung tatsächlich im Spiel. Das sollte im Spiel besser funktionieren. Aber wie gesagt, wir gucken das nach der ersten Folge auch nochmal an. Genau. Dürfen wir an solchen Stellen was sagen, Daniel, wenn da gar nicht storymäßig was ist? Gute Frage. Oh, schau mal, hier sieht man schon dieses Lambent. Oder Lambent. Lambent. Also dieses leuchtende. Ah, das haben wir jetzt gar nicht gesehen, ne? Das Zusammenfassungsvideo von den ersten drei Teilen, wo das erklärt wird. Das hier ist ja jetzt das Stylo-Intro. Übrigens sehr geil gemacht. Ja. Ja, diese komische Kristallform, dieses, was ja so als Energiequelle genutzt wurde in der Gears-Serie, wo sich herausstellte, dass das auch ein Organismus ist. Ich habe da ja ein bisschen den Überblick verloren, wer da was ist und wer da wen womit infiziert hat und was alles in dem Planeten los ist. Letztlich sind es ja dann doch irgendwo Monster, die man abknallt. Ich finde aber trotzdem die Lore im insgesamt sechsten Teil noch etwas durchsichtiger als jetzt bei Halo zum Beispiel. Ja. Oder auch weniger mit weniger Gravitas. Da ist Kate. Kate ist nicht bereit für das. Sie kann ja kaum die Augen aufhalten. Mach dir keine Sorgen. Sie schafft das. Kann es sein, dass Dell die gleiche Synchronstimme hat wie Jonah in Tomb Raider? Willkommen in der Sura. Das weiß ich nicht. Aber man merkt, dass die Abmischung hier zwischen Videosequenzen und Spiel komisch ist. Ja. Aber das meiste wird so aussehen, deshalb stellen wir es mal auf das hier ein. Ja, und das ist eigentlich ein Symbol der Locust. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Gestern Nacht. Bestimmt 8 oder 9 Minuten, ja. Albträume? Wird es je besser? Es wird erträglich. Sieht das geil aus. Mhm. Alles klar, legen wir mal los. Kommt schon, wir müssen uns einhaken.
Und wer springt zuerst? Definitiv nicht du. Dell, mir geht's gut, okay? Ja, ist schon klar. Oh, scheiße. Danke, Dell. Sam, wir steigen aus. Verstanden. Wir warten hier oben auf euch. Wir sehen uns. Hey, Dave, kommst du? Und es alles geht klar, abwärts. Wir gehen rein. Zentrale? Echt jetzt? Ich habe einen Namen. Zentrale. Regeln sind Regeln, Baird. Ich meine, Zentrale. Und wir brechen schon jetzt genug von ihnen. Was Jin nicht weiß, macht sie nicht heiß. Das ist meine Entscheidung, okay? Wenn es der Ministerpräsidentin nicht passt, kann sie mich ja anschreien. Vermutlich wird sie das sowieso tun. Sag uns einfach, wohin, Zentrale. Ich werde mein Bestes geben. Aber denk dran, da war seit 20 Jahren niemand mehr drin. Ja, ganz offensichtlich. Ihr sollt kein Haus kaufen, sondern einen alten Prototyp des Hammers der Morgenröte starten. Und laut deinen Informationen ist eins der Silos noch intakt, oder? Ja, soweit sie das beurteilen können. Bring Dave in einen Kontrollraum. Er regelt die Startsequenz. Boing. Ja, hübsch ist das schon. Du spielst den JD, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich spiele den Dell. Und die NPCs sind Kate. So wie sei verraten, die wird nachher die Hauptdarstellerin. Warum, wissen wir selber nicht. Und Marcus Phoenix ist auch dabei. Der genau, ist Papa, Papa Phoenix. Und ja, wer weiß, vielleicht ist er irgendwann zwischendurch auch mal als zweiter Charakter spielbar. Genau. Und Dave ist auch dabei, das ist ja dieser Roboter. Das ist der, den dann Michi vielleicht mal spielt. Wenn er denn vielleicht sollten wir ihn jetzt schon Michi nennen. Stimmt. Um uns dran zu gewöhnen. Stimmt. Michi, wir sollten auch halt's Maul. Wir sollten auch schon mal sehr damit rechnen, dass wir gleich Lara Croft treffen. Weil, also wenn das nicht mal eine Höhle ist für sie, oder dann weiß ich auch nicht. Joel und Ellie. Oder die zwei aus Enslaved. Oder. Oh ja, stimmt. Wie heißt sie? Aloy. Stimmt. Also hier ist ein Stell dich ein aller bekannten Videospielhelden der letzten 2000 Jahre. Wir gucken da mal rein, oder? Ja. Nee, wir bleiben draußen. Ich habe Angst im Dunkeln, da gehe ich nicht rein. Und weil wir es hier noch nicht gesagt haben, oder weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, sage ich es jetzt. Und Mann, es wird nicht das letzte Mal sein. Ist das hübsch? Wahnsinn. Ist das hübsch? Ist das hübsch? Das ist schon, also ich weiß nicht. 30 Jahre Videospiele spielen und das dann immer wieder denk zu sehen, was sich da alles so entwickelt gibt hat. Es eine große Locust-Grabstätte. Wenn sie schlüpfen, wird uns der Schwarm überrennen. Das ist meine Art, zurück nach Azura zu kommen. Ja, aber wenn die Satelliten im Orbit sind, können wir dem Schwarm von dort aus einheizen. Mit Y kann ich Michi auftragen, dass er so einen Scan macht. Ich weiß nicht, ob du das auch kannst, separat. Ja, ich kann das auch. Ich habe diese Anzeige gerade bekommen in dem Moment. Scheiße, ich mach's jetzt mal. Hast du irgendwie die Taschenlampe angemacht? Nee. Okay. Das scheint er von alleine zu machen. Ja, da ist wie durchsucht man einen Ort, der einstürzt? Schnell. Da ist das Licht angegangen. Hallo, mag es ja geil. Schnell. Super. Die deutsche Synchro ist super. Bescheuert. Bescheuerte Pläne sind irgendwie Baird's Spezialität. Woher wusste Baird überhaupt, dass es hier einen Satelliten gibt? Von meinem Dad. Vor seinem Tod hat er Baird in ein paar Chorgeheimnisse eingeweiht. Davon gibt's auf dieser Insel eine Menge. Oh, und apropos Geheimnisse, halt auf jeden Fall die Augen offen, ob du so Collectible-Sachen findest, weil die erzählen auch storymäßig ein bisschen was. Mm, okay. Hintergründe, zum Beispiel warum die Locust Queen so menschlich aussah. Das sieht nützlich aus. Dave, kannst du das schnappen? Warte mal, jetzt soll man irgendwo hinzielen, aber wo soll man denn hinzielen? Da kann auf was denn? Michi sagen, dass er was holt. Aber was denn? Achso, das ist da drüben zum Beispiel, genau. Hol dir mir gleich so eine Granate, danke. Ach, geil. Oh, jetzt lass ich ihn mal. Ich will die Munition haben. Mach das. Ach, das ist ja Michi wie ein Hündchen. Also Michis beste Form. Das macht er halt in echt nie, ne? Uns Munition geben, furchtbar. Wenn wir das wollen. Ja, oder eine Granate. Oder wenn, ist immer schon der Stift draußen. Vielleicht können wir ihm das beibringen, dass er auch Essen und so bringt. Wissenschaftlern aus. Boah, ist das dann, wenn er den... Gab es keine vollständige Bergung.
Wenn er das dann selbst spielen muss, muss der dann uns die Sachen holen, wenn wir ihm das sagen. Ist ja voll geil. Cool. Der ist jetzt gerade noch im Urlaub und denkt, haha, schön, nächste Woche schön mit den Jungs Gears spielen. Ja, ja, denkst du, wir machen dich zu unserem Personal Diener. Knecht. Dann bist du mein Knecht. Ich wollte ihm erstmal einen Sklave sagen. Ich war mir dann aber das nicht Geile ganz ist, sicher, ob man das so sagen darf. Das Geile ist, ich lasse mir jetzt so auch das holen, obwohl ich es mir selber nehmen könnte. Aber ich will, dass Michi mir das holt. Ja, danke schön. Und immer so bis zwei Meter rangehen, ja. Und so, nee, machst du jetzt. Jetzt die Kettensäge. Bitte? Jetzt die Kettensäge, komm her du. Warte, ich will noch. Jetzt habe ich aus Versehen Dad den Arm abgesägt. Das macht nichts. Der hat ja zwei davon. Okay, los geht's. Beste Erfindung ever. Keine Gears-Erfindung, ein Maschinengewehr mit einer Kettensäge dran, aber trotzdem immer noch geil. Stopp, gut festhalten! Wow. Dann zerknallt's die Tonspur. Alter. Oh. Dave, sende einen Impuls und dann sehen wir mal, was wir hier haben. Na, da sind sie. Wir haben uns gerade die Vögel da hat wegfliegen sehen. Ja, das sind tatsächlich mehr Tiere, als in der ganzen Beta von Ghost Recon Breakpoint drin waren. Also, nur so viel. Guck mal, da ist einer. Das ist alles neblig, ich sehe gar nichts. Ich habe extra den super tollen Nebel angemacht. Ich will es nicht. Guck mal, seine Augen leuchten. Lautloser Kill. Warte mal, ich kann einen lautlosen Kill machen. War nicht ganz so lautlos. Dabei ist doch Schleichen das neue Feature in dem Spiel. So rum. Mhm. Und mehr Treffer-Symbole. Oh, ist den jetzt rübergezogen? Anhöhe links. Ah nee, warte, das war Papa. Das muss Markus machen. Aber Markus ist ja auch eine Legend. Warte mal, ich muss, glaube ich, die Soundabmischung ein ganz kleines Stückchen noch eins runtersetzen. Das ist zu krass. Ach, da wird bei mir auch Pause, wenn du Pause machst. Ja, wenn der Chef Pause macht, dann dürfen die Mitarbeiter auch mal kurz Pause machen. Okay. Das gibt eigentlich keinen Sinn, weil wenn der Chef Pause macht, müssen die Mitarbeiter nur noch fleißiger sein. Noch einer übrig. So habe ich das zumindest kennengelernt. Aber siehst du das? Da sind echt noch mehr Striche im HUD. Es ist bestätigt. Die Azura-Grabstätte ist aktiv. Ja, ein bisschen schon. Okay, komm nur in der Luft. Sag Bescheid, wenn er Verstärkung braucht. Wir haben es vorher Bescheid. Kommt schon, wir müssen eins der Silos finden, wenn der Schwarm den schon alle zerstört hat. Schau mal, ich habe mir gerade eine neue Deckung gebaut. Das kann man jetzt auch. Man kann jetzt hier einen Schrank umwerfen und dann ist das eine Deckung. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Hier hinten immer noch. Ich meine, nicht, dass es jetzt unbedingt so super notwendig war. Es gab ja hier genug Deckung. Ja, du musst eine deckungsreiche Welt immer einfach noch irgendein Feature einführen. Musst dich ja von Spiel zu Spiel was tun. Kannst ja nicht einfach so weitermachen wie bisher. Obwohl es ja teilweise auch Rückschritte gab. Ich glaube, Eurogamer oder so, oder nee, VG247 hatte zum Beispiel einen Artikel geschrieben darüber, dass es welche technischen Rückschritte im Vergleich zu Gears 2 gibt. Weil Gears 2 viel mehr mit Partikeln und Physik gearbeitet hat. Okay. Zerstörbare Sachen und so. Und weil es aber heute wohl eher so einen Trend gibt zu hübsch gerenderten Figuren, die man gut auf Screenshots darstellen kann, wird nicht mehr ganz so viel über Physics gemacht. Mist. Okay. Tut mir leid. Oder Physik, so rum, nicht Physics. Bitte sprich mit jemandem darüber, sobald wir wieder zurück sind. Mir geht's gut, Dad. Bringen wir das hier zu Ende. Fürs Protokoll. Du siehst nicht gut aus. Wird schon. Also Kate ist ziemlich kaputt wohl, nach dieser ganzen Geschichte mit ihrer Mutter. Zu viele aktive Schwärme. Hier sind überall Grabstätten geschlüpft. Ein Grund mehr, den Hammer online zu bringen. Hoffentlich sieht Jin das auch so. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so richtig, ob sie schon mal darüber geredet haben, dass das halt ein Locust-Symbol ist, was sie da von ihrer Oma hat. Dieses komische Emblem. Oh! Scheiße. Maden. Oh, fuck.
Ich hab's schon erwischt. Ich hab dich, halte durch! Das ist aber cool, die KI hilft dir auch. Ja, ja. Da muss ich das nicht machen, das finde ich gut. Ich schau mich da mal ein bisschen um. Wir haben schon bestimmt schon Collectibles übersehen. Warte mal, entdeckt hey, eigentlich Dave auch Collectibles? Werfe Granate! Gnasher. Ach, da sind diese Zerplatze-Deckungen. Sie kommen auf dem Nest dort! Muss eine Granate rein! Ich schmeiß die Granate. Werfe Granate! Hab schon. Ja, dann. Schau mal, die tragen jetzt teilweise Helme. Ja, ja. Das haben sie aber neu gelernt, oder? Ja, die entwickeln sich ja auch weiter. Ich nehme den mal Geisel. Ach, schade, man kann die nicht befragen. Fahrradfahrer, die tragen jetzt auch zunehmend mehr Helme. Leute, wir sind in einem Silo. Baird, wir haben eines der Silos gefunden. Aber es ist zerstört. Tja, da sind noch zwei. Eines funktioniert noch. Ich hoffe, du hast recht. Wir haben den Krieg schon einmal auf dieser Insel beendet. Mit dem Hammer-Satelliten schaffen wir das nochmal. Das ist der Plan, Kumpel. Zentrale Ende. Schau mal, diese Umgebung hier, die ist auch Teil in diesem neuen Escape-Modus, diesem Dreispieler-PvE-Modus. Oder PvP-E-Modus. Wo es da ganz am Anfang diesen Trailer gab, womit sie ja angefangen haben, dafür zu werben. So hey, haben sie das gesehen. Zuerst gezeigt oder ich dachte, die hätten zuerst die Kampagne gezeigt. Stimmt, ganz am Anfang, letztes Jahr hatten sie ja, ja. Zwei so eine Trailer zur Kampagne gezeigt. Aber Gameplay richtig aus der Kampagne war da eher nicht viel drin zu sehen. Also wo sie wirklich mal länger Gameplay gezeigt haben, war dieser Escape-Modus. Müssen wir jetzt hier diese Ekeleier zerstören in dem Silo? Nee. Ich glaube, wir müssen... Warte mal, man kann es ja anzeigen lassen. Man muss hier einfach nur durch. Schau mal, finden sie ein aktives Raketensilo? Ach, da nimmt er jetzt das Messer für. Oder, ach nee, auf B ist das ein Nahkampf jetzt. B ist nochmal ein Nahkampfangriff mit einem Messer. Man hätte auch das Dings nehmen können. Das... Ein Lancer. So war das. Hier gibt's keine Raketen, sondern nur Felsen. Und hier kommen wir nicht weiter. Nein, aber wir können uns aufteilen. Ihr geht nach rechts, Markus und ich nach links. Gute Idee, aber seid vorsichtig. Schön, dass ein bisschen Farbe drin ist, ne? Zwei Silos, zwei Wege. Hast du eine bessere Idee? Ich guck mal ganz kurz hier in die Ecke. Manchmal liegt doch so in diesen klassischen Ecken noch was rum, aber nein. Was ist denn das eigentlich da unten? Achso, denn jetzt einfach nur so ein. Sah aus wie ein abgestürztes Raumschiff. Das ist ja eh so geil. Die Menschen sind ja eigentlich die Aliens auf Sera. Das ist ja eigentlich ein Kolonieplanet. Ja, aber sie sind ja die schöneren Wesen da, deswegen haben sie automatisch das Vorrecht, die Ureinwohner quasi umzubringen. Ja, aber es gibt ja keine Ureinwohner. Und die Locust, wo kommen die her? Kommen die nicht, waren die nicht vorher da? Darum geht's in diesem Spiel. Aber eigentlich ist alles schon bekannt. Siehst du mal, ich habe alles vergessen. Oh, jetzt wird's hier wieder aus. Oh. Aber kommt er von einem Silo? Nur einen Weg, das rauszufinden. Entschuldigung. Gesundheit. Dankeschön. Wie mach ich denn dieses Licht an? Das macht er, glaube ich, von alleine. Aber wieso machst nur du das an? Wieso macht Dell denn nicht? Achso, du hast es nicht? Also ich musste nichts drücken. Ich hatte das auch schon mal. Hier ist eine... Ach nee, das ist Dave, der leuchtet. Beziehungsweise Michi. Hier leuchtet irgendwie. Ach so. Ach, das ist ja cool. Lauf! Mach die Kreise! Ach, das sind die, wo man eigentlich die Gnasher braucht. Kann man schön ins Blinde feuern immer. Aber du kannst auch einfach die Gnasher nehmen. Ja. Stimmt, da hat man immer beide. Komm noch mehr! Weiter vorrücken! Das ist einfach immer gut. Wow. Frag mal,
Oh Gott, das ist schon wieder weg. Keine Panik. Wow, 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 wow. Jetzt haben sie mich. Oh Mann, weil einem immer im falschen Moment die Munition alles ausgeht. Alles klar, das waren alle. Jetzt sollten wir rausfinden, wie wir hier wegkommen. Sag mal, startet er nicht automatisch einen Nachladevorgang, wenn man leer geschossen ist? Oder muss man das immer manuell initialisieren? Nee, das macht er, glaube ich, schon auch von selbst. Okay, dann mache ich jetzt gerade... Es wirkte so, als hätte er das irgendwie gerade nicht gemacht. Durchs Schleusentor geht's raus. Ah, schau mal, hier ist ein Aufzug. Nee, das ist nur ein Magazin. Ja, einfach mal reingeschrotet. Ja, die kannst du, glaube ich, auch noch genug Beschuss kaputt machen. Ah, jetzt halt. So zum Beispiel. Hey. Das machst alles du sauber. Also, du machst die Wäsche. Ich mach hier gar nichts sauber. Du machst die Wäsche. Schau dich mal an, du bist voll eingesaut. Mein Gott, das Kind vom Spielplatz. Mann, wisst ihr was? Wenn die das hier in Schwarmstoff verwandeln wollen, dann lasst sie doch. Eine Insel, hunderte Meilen von der Küste entfernt. Aha. Stellen wir sicher, dass das erst passiert, nachdem wir weg sind. Dass die alle immer so für Roboter dabei haben und Döns. Die haben bestimmt auch so einen. Okay, auf. Auch so einen Staubsauger dabei. Wow. Und runter geht's! Und abwärts! Was haben wir hier unten? Eine Hammerburst, die kann ich überhaupt nicht leiden. Ich auch nicht. Das ist immer die, die man nicht will, wenn man lieber die Lancer hätte. Ja. So diese Notfallwaffe, furchtbar. Jetzt kann ich irgendwie eine Taste drücken. Oh Mann, wir sind nicht allein. Allein, allein. Ah, das sind die anderen zwei. Ich sehe dich. Wir leisten von hier oben Unterstützung, wenn es brenzlig wird. Sag uns, auf wen wir zielen sollen. Warte mal, ich versuche mal den einen hier vorne. Oh, warte mal, man kann die markieren. Hier, auf den hier. Hä? Aber den kann ich doch stealthen. Achso, nee, Left Stick. So. Jetzt, ich würde den hier vorne stealthen. Ich würde das Sprengfass gerne sprengen. Ja, ich versuche mir mit den hier vorne zu schnappen. Achso, jetzt, ja, gut, jetzt wollte ich da. Ach, wie schön. Dass da auch gleich das Level dann auseinanderfällt. Auch nicht schlecht. Oh. Hast du die Granate schon? Sonst war ich sehr schnell. Hab sie. Schon drin. Wow. Hä, konnte man den schon immer Beine abschießen? Die sind doch immer in so Ketten explodiert, oder? Hab sie! Oh Gott, ja, ich muss die haben. Deck mich mal. Boomshot. Was musst du haben? Oh, Boomshot. Geil. Oh, ich glaube, mein neues Lieblingshobby wird sein, denen die Beine wegzuschießen. Ach, gut, dass sowas heute nicht mehr indiziert wird. Das ist doch was für die Kleinen. Hab sie. Die sind ja alle nur aus Knete. Das Schlimme an der Boomshot ist, die hat einfach nie genug Schuss. Was ja natürlich Absicht ist, aber man hätte ja trotzdem am liebsten mit Dauerbeschuss. Oh, warte mal. Da ist ein Retro-Lancer, mache ich zum Beispiel auch nicht. Mach die Retro-Lancer. Aber das ist doch ein normaler Lancer gewesen, oder? Ah, guck mal, nee, wie er den holt. Ah, oh, ich stelle mir jetzt schon vor, wie Michi das macht. Das wird so schön. Vor allem, wenn er sich dann dran gewöhnt, dann, ja gut, mir jetzt nicht wegen Elternzeit, aber dann kann er dir immer im Büro Kaffee holen. Ja, das Mittagessen fetchen und so. Guckst du einfach hin und drückst X und dann. Da muss ich endlich nicht mehr X für Respekt drücken, sondern X für Anweisung. Oder nach neuer Sony-Sprechart Cross. Ja. Was haben sie sich da denn wieder dabei gedacht? Das war halt wieder so typisches, ja, wir sind aber Sony und wir sind die Allerwichtigsten auf der Welt. Also hat das gefälligst jetzt so zu sein. Naja, da gibt's Schlimmere. Ja, natürlich. Gerade dass Rockstar sich nicht entschieden hat, wie der Knopf heißt, wenn man damit Red Dead spielen will. Du meinst das Red Dead Pad? Ja. Das Red Pad.
Geh mal ganz kurz nach oben. Nee, kann ich gar nicht. Ich wollte nach unten springen, aber kann ich gar nicht. Alles ganz schön rot eingeschmiert hier. So. Hier sind sehr, sehr viele Kokons. Ich hoffe mal nicht, dass die jetzt gleich alle aufplatzen. Da kommt gleich so ein 80er-Jahre-Comedy-Film raus. Und gleich auch der Nachfolger hinterher. Comedy-Film? Cocoon ist doch kein Comedy-Film. Ist kein Comedy-Film? Ich habe ehrlich gesagt nie richtig gesehen. Die sind super. Sondern so ausdrucksweise. Was sind die? Das ist ein... Ja, was ist denn das? Ein Fantasy... Fantasy, das ist ein bisschen wie das Wunder in der Elm Street. Ja, genau. Oder so, ne? Das ist mit den gleichen Leuten. Rentner, die gutes Herz haben. Ja. Und es braucht Aliens, die dann auch ein gutes Herz haben. Ihr zwei geht vor. In den 80er Jahren hatten Aliens manchmal noch gute Herzen. Ja. Ist hier oben noch was? Was ist da schon? Ja. Ausschalten, ausschalten! Was ist denn ein Träger? Also wenn er jetzt ein Trägerschiff. Oh, der sieht fies aus. Oh ja, der hat einen ganz schön großen Lebensbalken. Ist ja auch neu, oder? Lebensbalken oder Gier? Ja, zumindest für die großen. Also wüsste ich jetzt nicht. Jetzt ist er verwundbar. Probier's mal mit der Granate. Wow! Alter! Scheiße. Ich kann dich gerade nicht aufstellen, weil ich selber erstmal ein bisschen aufpassen muss. Der macht mich kalt. Au! Kann okay, wenn man vorne in diesem Gebiet liegt, bist du jetzt kaputt? Dann ist ja aktuell ein Kontrollpunkt. Uiuiui, okay. Also wenn man wirklich zerschlagen wird, dann ist eher schlecht, würde ich sagen. Eher schlecht. Da vorne, Drohnen! Hier bist du Mensch, hier darfst du sein. Wir sollten uns auf jeden Fall mal auf den Fetten konzentrieren, erstmal. Machen das nicht eh schon mal alle? Ja, nur im Privatfernsehen. Und noch ein! Nicht nur da. Was ist denn das für eine Anzeige neben der Zahl oben bei der Lancer, die auch immer voller wird? Diese Batterie oder was das ist? Ja, das weiß ich auch nicht so richtig, wofür das ist. Ob das vielleicht für die... Wie lang dieses Nachladeding hält? Nee. Oh, scheiße. Achso, einer ist quasi voll, ne? Jetzt könnten wir Verstärkung gebrauchen. Fast in Reichweite, Delta. Ich glaube, man muss warten, bis der sich umgedreht hat. Und dann kannst du... Beschützer oder DR1er? Was darf sein? Dann nehme ich jetzt mal Beschützer. Oh Mann, ey, ich bin schon wieder fast kaputt. Ich bin kaputt. Shit. Das ist ja voll gemein, was der auskotzt. Das ist ja Oberscheiße. Ich gehe mal ein bisschen in Deckung, aber es geht nicht. Ja, wir müssen uns, glaube ich, an andere Stellen stellen. Ja. Nee, genau. Also man muss ein bisschen gucken, dass man ein bisschen Abstand hält. Was hast du jetzt eigentlich bestellt bei den Kollegen? Beschützer. Das sind diese kleinen Bots, die da rumfliegen. Okay, er konzentriert sich auf mich. Ah ne, jetzt kommen die Beschützer. Ah ne, das war Dave, der... Ach, die DBs, die arbeiten jetzt auch für uns. Ja, wir sind ja jetzt, glaube ich, auch im offiziellen Auftrag der Regierung am Start. So, wir haben uns so rehabilitiert. Ich habe das Führer ja nicht so gespielt. Unsere Serie ist jetzt sicher. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hey Zentrale, okay. Der Träger ist erledigt. Danke für die Hilfe. Dibis, einer sichert das Gebiet, einer kommt mit. Los jetzt! Verstanden. Naja, die haben ja gedacht, dass die sich nicht der Core angeschlossen haben, dass die Menschen entführen würden. Aber das hat sich ja als Irrtum herausgestellt, weil in Wirklichkeit der Schwarm die Menschen entführt hat. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es jetzt endet, aber ich tippe darauf, dass sie sich dann irgendwie versöhnt haben mit der Ministerin da, der Anführerin der Core. Oder der neu zusammengegründeten Chor. Und deshalb haben wir diese ganze Roboterunterstützung. Deshalb kämpfen wir wahrscheinlich diesmal auch nicht mehr gegen Roboter. Zum Glück. Das macht doch normalerweise Dave. Das Aufkriegen. Ich mach's mit der einzigen... warte mal, da ist was ich anschauen kann. Ah, guck mal, ich kann hier Dave durchschicken. Pass auf, dann geht er hier durch dieses Löchlein. Ach, guck mal einer an. Und macht hier auf.
Sesam, öffne dich. Das ist geil, dass diese Anzüge von denen wirklich über... Also die haben von Teil zu Teil mehr Lichter bekommen. Ich empfange lauter die Rüstungen. Streng geheimes Zeug. Soweit ich weiß, öffnet er eine Tür. Er macht noch viel mehr als das. Naja, zumindest ist die Tür offen. Danke, Dave. Also, die Daten, die Dave runtergeladen hat. Da ist ein Riesenloch in der höchsten Sicherheitsstufe. Was hat das mit der Mission zu tun? Nichts. Aber jetzt muss ich es wissen. Was auch immer fehlt, wurde aus dem Netzwerk genommen. Wer ist denn dazu autorisiert? Damals nur der Kommandant der Einrichtung. Sucht sein Büro und seht euch um. Okay. Roger. Das ist mal das Beste. Das hatte 4-2 auch. So diese Soldaten, die in vollen Rüstungen die überall leuchten. Taktisch sehr vorteilhaft. Ach komm schon. Das ist fies. Du hattest das gerade gefunden, ne? Weil ich ja, hab die Einblendung so, auch bekommen. Ich hab so Cock. Hundemarken, ne? Hundemarken gekommen, bekommen Cocktags. Und mal, kann man das aufmachen? Ah, ne. Ganz schön duster hier. Komisch, dass man echt keine eigene Lampe hat. Das muss alles der Michi machen. Naja, man hat ja lauter kleine, nutzlose Lampen. Ach, schau mal, aber Michi, ist es eine Freude, an unserer Seite zu dienen. Das war einer von den Beschützern. Was sagst du, die das Uhr? War gar nicht, das war gar nicht Michi. Die Uhr sagt, wir machen ein kleines Päuschen. Schauen danach mal kurz in die Aufnahme rein, ob das vom Sound so passt, aber müsste eigentlich ganz okay sein. Und ja, wenn ihr wollt, freuen wir uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Denn wir werden das hier weiterspielen. Das ist nämlich geil. Ja, bis dann. Oh, warte mal. Da kam gerade noch ein Funkspruch. Aber ich glaube, es war nur so ein generischer Funkspruch. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.